Om Namah Shivaya, willkommen zum Samstagabend-Satsang. Wir wollen beginnen mit dreimal Om, dann Avahana Anrufungsmantras, dann Meditation und wie immer dann Kirtans, dann Vortrag, weitere Kirtans, Friedensgebete und Arati. Wir beginnen mit dreimal Om. 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 Om Gam Ganapataye Namaha. Om Sharavana Bhavaya Namaha. Om Aim Saraswatyay Namaha. Om Gum Gurubhyo Namaha. Om Namo Bhagavate Shivanandaya. Om Adi Shaktyai Namaha. Wir wollen meditieren mit einer Form der Dashanadi-Meditation. Eine Meditation zur Aktivierung und Harmonisierung der 10 Nadis. Zunächst sitze ganz gerade. Atme ein paar Mal tief ein und aus. Dann konzentriere dich zum sogenannten Kanda, der Wurzelknolle, zwischen Beckenboden und Bereich zwischen Nabel und Wirbelsäule, wie eine Knolle oder wie ein Ei, Mitte des unteren Bauches, Ursprung der verschiedenen Nadis, der verschiedenen Energiekanäle. Identisch auch mit dem, was die Japaner als Hara bezeichnen. Und zunächst aktiviere die Erdnadis. Gehe beim Ausatmen vom Beckenboden im unteren Teil des Kandas hinunter nach vorne unten in die Erde. Einatmen von vorne unten der Erde zum Kanda und ausatmen nach hinten unten in die Erde. Einatmen von hinten unten in den Kanda, also Beckenboden, und ausatmen vorne unten. Mache dies einige Male. Du kannst es allein mit Bewusstheit machen. Oder du kannst auch ein Mantra wiederholen oder dir vorstellen, dass du eine Lichtkugel hin und her schickst. Und so verbinde dich mit der Erde. Und du kannst dabei auch vom Beckenboden noch höher gehen, eben bis zum Bauch zwischen Nabel und Wirbelsäule. Von hier über Beckenboden vorne hinunter und anschließend von Punkt zwischen Nabel und Wirbelsäule nach hinten unten in die Erde.
Jetzt aktiviere die Shrotanadis, die Ohrnadis. Geh beim Ausatmen vom Beckenboden links am Körper entlang über linkes Ohr nach außen. Einatmen von links außen über das linke Ohr links am Körper entlang zum Beckenboden. Ausatmen rechts am Körper entlang und rechts am Hals über rechtes Ohr weit nach außen. Einatmen von außen über rechtes Ohr rechts am Körper entlang zum Beckenboden. Und wieder ausatmen links entlang über linkes Ohr nach außen. Einatmen von links über linkes Ohr links am Körper entlang zum Beckenboden. Ausatmen rechts am Körper entlang über rechtes Ohr nach außen. Fahre so fort und aktiviere so die Shrotanadis, die Ohrnadis. Und damit die linken und rechten Nadis und spüre vom Ohr in die Weite. Atme dabei tief ein und aus und wiederhole vielleicht dein Mantra, vielleicht wiederhole, visualisiere auch ein Licht oder mach es allein mit Bewusstheit. Jetzt lasse den Atem sanfter fließen und spüre gleichzeitig den Bereich neben den Ohren, also von den Ohren weit nach außen, nach links und rechts weit außen, spüre das. Energie fällt nach außen. Jetzt aktiviere die Chakshu-Nadis, die Augen-Nadis. Geh beim Ausatmen links vorne am Körper entlang, linker Bauch, linke Brust, linker Hals und dann über das Auge weit nach vorne. Einatmen von vorne über das linke Auge links vorne am Körper bis zum Beckenboden. Ausatmen rechts vorne entlang, über auch rechte Wange, rechtes Auge weit nach vorne. Einatmen von vorne über rechtes Auge und rechts vorne am Körper entlang zum Beckenboden. Ausatmen dann links am Körper entlang und dann über das Auge weit nach vorne. Einatmen von weit vorne über linkes Auge links vorne zum Beckenboden. Ausatmen rechts vorne, über rechtes Auge weit nach vorne. Einatmen von vorne über rechtes Auge rechts vorne hinunter zum Beckenboden. Fahre so fort und aktiviere so die Augennadis. Entweder allein mit Bewusstheit oder mit Lichtkugel oder auch mit Mantra.
Jetzt aktiviere die Nasikanadis, die Nasennadis. Geh beim Ausatmen links neben der Wirbelsäule entlang bis zum über die linke Nasendurchgang nach unten. Und dann links über den linken Nasendurchgang links neben der Wirbelsäule entlang nach unten. Und ausatmen rechts neben der Wirbelsäule entlang über rechtes Nasendurchgang nach unten. Dann von unten über rechten Nasendurchgang hoch zur Mitte des Kopfes und dann rechts neben der Wirbelsäule entlang hinunter zum Beckenboden. Und ausatmen links neben der Wirbelsäule entlang hoch und dann über Nasendurchgang von oben nach links unten. Fahre sofort und aktiviere so diese Nasikanadis, Ida und Pingala. Jetzt lasse den Atem sanft fließen und spüre den Bereich vor der Stirn. Jetzt aktiviere die Mundscheitelnadis. Ausatmen vorne, über Nabel, Brustbein, über Mund nach vorne. Einatmen von vorne über Mund, Kehle, Brustbein, Nabel zum Beckenboden. Ausatmen über die Wirbelsäule und dann Scheitel nach oben zum Himmel. Einatmen vom Himmel über Scheitel, Wirbelsäule nach unten. Ausatmen, vorne über Nabel, Brustbein, Kehle, Mund weit nach vorne. Atme so weiter. Mit Bewusstheit, eventuell mit Lichtkugel, eventuell mit Mantra.
Lasse den Atem wieder sanft fließen und jetzt bleibe etwas länger im Bereich oberhalb des Scheitels. Dehne deine Bewusstheit nach oben aus, zur Himmelsenergie, zum göttlichen Licht, zur Freude. Stille.
Mantra singen, Jaya Ganesha, Seite 12 im Kirtanheft. Wir singen es gleich zusammen. Mit viel Freude und Enthusiasmus. Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Pahi Mam. Shri Ganesha, Shri Ganesha, Shri Ganesha, Rakshamam. Sharavana Bhava, Sharavana Bhava, Sharavana Bhava, Pahi Mam. Subramanya, 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 Rakshamam. Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Jaya Saraswati, Pahi Mam. Shri Saraswati, Shri Saraswati, Shri Saraswati, Rakshamam. Jaya Guru, Shiva Guru, Hari Guru Ram. Jagat Guru, Param Guru, Sat Guru Shyam. Om Adi Guru, Advaita Guru, Ananda Guru Om. Chit Guru, Chit Gana Guru, Chinmaya Guru Om. Om Adi Guru, Advaita Guru, Ananda Guru Om. Chit Guru, Chit Gana Guru, Chinmaya Guru Om. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Krishna Krishna Hare Hare Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namo Narayanaya Om Namo Narayanaya Om Namo Narayanaya Om Namo Narayanaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Shivanandaya Om Namo Bhagavate Satgurunathaya Om Namo Bhagavate Shivanandaya Om Namo Bhagavate Satgurunathaya Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Shri Ram Jaya Ram Jaya Jaya Ram Om Krishnam Vande Jagat Guru Shri Krishnam Vande Jagat Guru Anandoham Anandoham Anandam Brahma Anandam Anandoham Anandoham Anandam Brahma Anandam Anandam Brahmanandam Anandam
Anandoham, Anandoham, Anandam Brahm, Anandam, Anandoham, Anandoham, Anandam Brahm, Anandam, Anandoham, Anandoham, Anandam Brahm, Anandam, Anandoham, Anandoham, Anandam. Clara mit Dominik und Ananta. Wir singen die Nummer 102. Sriman Narayana. Sriman Narayana 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 Lakshmi Narayana 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 Sriman Narayana 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 Lakshmi Narayana 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 Sriman Narayana 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 Lakshmi Shrimanarayana Narayana Narayana Lakshmi Narayana 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 Shrimanarayana Narayana Narayana Lakshmi Narayana 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 Shrimanarayana Narayana Narayana Lakshmi Narayana 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 Sriman Narayana 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 Lakshmi
Narayana, Narayana, Narayana. Sitara Makao, Rarisha Makao, Sitara Makao, Jai Rarisha Makao. Sitara Makao, Rarisha Makao, Sitara Makao, Jai Rarisha Makao. Sitara Makao, Rarisha Makao, Sitara Makao, Jai Rarisha Makao. Sitara Makao, Radesha Makao, Sitara Makao, Jai Radesha Makao. Sitara, Jai Radesha. Sitara, Jai Radesha. Sitara, Jai Radesha. Sitara, Jai Radesha. Sitaram Jai Radisham. 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 Lakshmi Narayana Narayana Narayana. Shri Man Narayana Narayana Narayana. Lakshmi Narayana Narayana Narayana. Shri Man Narayana Narayana Narayana. Lakshmi Narayana Narayana Narayana. Shri Man Narayana Narayana Narayana. Lakshmi Narayana. Narayana, 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 Lakshmi Narayana, Narayana, Narayana. Shri Man Narayana, 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 Lakshmi Narayana, Narayana, Narayana. Shri Man Narayana, 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 Lakshmi Narayana, Narayana, Narayana. Sitara. Jai Radisha, Sitaram, 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 Jai Radisha. Ja, danke, Clara, mit Ananta und Dominik. Und jetzt Ananta mit Clara und Shiva Jyoti. Wolltest du Harmon-Tabla spielen? Ja, kann ich. Dann können wir gerade wechseln. Wir singen 153 Govinda Narayana.
Govinda Narayana, Gopala Narayana. Govinda Narayana, Gopala Narayana. Govinda Narayana, Gopala Narayana. Govinda Gopala Narayana, Govinda Gopala Narayana, Govinda Gopala Narayana, Govinda Gopala Narayana, Govinda Gopala Narayana. Govinda Gopala Narayana, Govinda Gopala Narayana, Hari Govinda Gopala Narayana, Hari Govinda Gopala Narayana, Hari Govinda Gopala Narayana, Hari Govinda Gopala Narayana. Govinda Narayana, Gopala Narayana. Govinda Narayana, Gopala Narayana. Govinda Narayana, Gopala Narayana. Govinda Gopala Narayana, 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 Govinda Hari Govinda Gopala Narayana, Hari Govinda Gopala Narayana, Hari Govinda Gopala Narayana, Hari Govinda Gopala Narayana, Hari Govinda Ananda Narayana, Hari Govinda Ananda Narayana, Hari Govinda Ananda Narayana, Hari Govinda Ananda Narayana, Govinda Narayana, Gopala Narayana, Govinda Narayana. Govinda. Govinda. Narayana. Jetzt Ennis mit Shankara und Savitri. Gefolgt von Shankara und Ennis und Savitri.
Ja, ich würde gern das Om Namo Bhagavate Vasudevaya mit euch singen. Dazu könnt ihr einfach das Jaya Ganesha aufmachen und dann auf der linken Seite in der Mitte seht ihr das und das ist immer Om Namo Bhagavate Vasudevaya und dann Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya Om. Vom Text her also nicht so schwierig. Und ihr könnt auch direkt mitsingen, wenn ihr die Melodie habt. Bhagavate Vasudevaya.
Devaya Om. Vasudevaya, Vasudevaya, Vasudevaya Om. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Namo Bhagavate Vasudevaya. Jetzt Shankara mit Enes und Savitri. Die Nummer 610, das Gayatri Mantra. Om, wir meditieren über die höchste göttliche Wirklichkeit, die physische, die geistige und die kausale Welt erschaffen hat. Wir verehren dieses göttliche Licht. Möge es unsere Sünden und Unwissenheit beseitigen und möge es uns zur Erleuchtung führen. Ihr könnt einsteigen mit der Rezitation, wann immer es euch beliebt. Tatsavitovarenyam Pargo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurbhuvasvaha Tatsavitovarenyam Pargo Devasya Dimahi Diyoyona Prachodaya Om Bhurbhuvasvaha Tatsavitovarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyoyona Prachodayat 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 Om Bhurbhuvasvaha Tatsavitovarenyam Bhargo Devasya
di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata om bhurgovasa tat savitur varenyam bhargo devasya di mahide yoyona prachodayata. Om Bhurgovasvaha. Wir wollen noch Vel Vel Muruga wiederholen, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen für Mut und Stärke. Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga. Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Kartikeya Sharavana Bhava Om, Kartikeya Sharavana Bhava Om, Kartikeya Sharavana Bhava Om, Kartikeya Sharavana Bhava Om. Vel Vel Muruga,
Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, 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 Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, zusammen. Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga. Ahora, ahora, hara, haro, hara. Haro, hara, haro, hara, hara, haro, hara. Zusammen. Haro, hara, haro, hara, hara, haro, hara. Hara ist Shiva und Harohara ist Sohn von Shiva, Subramanya oder der gesteigerte Shiva. Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Vel Vel Muruga, Vira Vel Muruga, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om, Katikeya, Sharavana Bhava Om. Haro hara, haro hara, hara haro hara. Haro hara, haro hara, hara haro hara. In einer halben Stunde wird es noch weitere Kirtans geben. Ich wollte zunächst einen Brief lesen von Swami Shivananda. Den hat er uns an uns geschickt am 1. September 1946. Hat also ein bisschen länger gedauert, bis er hier ankommt. Und schauen wir mal, was er uns dort geschrieben hat. Shriya Amara Atman, was heißt verehrungswürdiger, unsterblicher Atman,
So bezeichnet er uns hier. Also nicht kleiner Sünder, schräger Vogel oder beklagenswerter oder armer Tropf oder verehrungswürdiger, unsterblicher Atman, Shriya Amara Atman. Empfindet ihr euch als solches? Ja? Wir müssen nur darauf achten, auf was wir das beziehen. Dieser Körper, Wunderwerk. Gerade vor einer Woche habe ich ein Seminar gegeben, der spirituelle Weg. Und am Abschlussvortrag am Sonntag ist da jetzt neuerdings so ein Vortrag über Faszien, Faszienbahnen und die verschiedenen Faszien. Wunderwerk, was wir dort alles haben. Aber trotzdem ist dieser Körper unsterblich. Der Körper verändert sich, oder? Wenn ihr euch Bilder anschaut von vor 20 Jahren, je nach Alter, schaut ihr entweder in einen prallen Mutterbauch oder das Leben vor der Geburt oder ihr seht 20 Jahre jünger aus. Und in 20 Jahren? Aber etwas in uns ist unsterblich. Ist die Psyche unsterblich? Manche identifizieren sich mit ihrer Persönlichkeit. So bin ich halt. Schluck oder stirb oder so ähnlich. Manchmal findet man es in Yogakreisen fast noch häufiger. So bin ich halt. Ist nicht mein Ding. Sie verwechseln den Atman mit ihrer Persönlichkeit. Der Atman ist unsterblich, Persönlichkeit ist ein bisschen anpassbar. Wenn er zurückschaut, wird er feststellen, bestimmte Dinge in euch haben sich doch schon geändert, oder? Seit er die letzten 20, 40, 60 Jahren oder bei Jüngeren die letzten 1, 2 oder 3 Jahren gleich geblieben. Sicherlich bei Kindern, die gerade zwischen 10, 11, 12, 13 sind, hat sich so einiges getan. Aber bei Älteren passiert auch einiges. Persönlichkeit ist das unser strahlender, unsterblicher, verehrungswürdiger Atman. Auch die Persönlichkeit ist schon ein Wunder, was Menschen so alles anstellen, um sich und andere ins Unglück zu stürzen. Das muss man schon können, oder? Bewundernswürdig. Manchmal könnt ihr auch sagen, auch auf der Persönlichkeit bin ich verehrungswürdig. Was ich so anstelle, um mich selbst zu blockieren, das ist schon was, oder? Oder nicht? Oder wer ist der Meinung, gut, ihr werdet euch jetzt nicht trauen, was zu sagen, aber ihr könnt innerlich überlegen, wer ist der Meinung, dass er immer geschickt und klug handelt? Kann sagen, wenn ihr nicht der Meinung seid, dann habt ihr wenigstens eines verwirklicht, eine gewisse Demut. Aber nur in konkreten Situationen. Aber wir sind nicht diese Persönlichkeit, sondern in uns ist noch mehr. Genauso natürlich wie der Körper auch auf eine gewisse Weise Wunderwerk ist, Offenbarung des Göttlichen. Auch die Psyche ist auch Offenbarung des Göttlichen. Aber wenn ich eben so ein bisschen abschätzig gesprochen habe, irgendwo kommen Menschen auch mit allem Möglichen zurecht. Mal weniger, mal gut und mal besser. Aber im Grunde könnte man jede Verhaltensweise irgendwie deuten als, irgendwann war sie mal sinnvoll. Wir haben nur vergessen, dass es heute nicht mehr ganz so sinnvoll ist. Wir können aber auch noch lernen. Und wir sollten nicht vorschnell sagen, so bin ich halt. Können an uns arbeiten. Aber man könnte auch sagen, muss ich das überhaupt? Denn Shriya Amara Atman, verehrungswürdiger, unsterblicher Atman, das ist unsere wahre Natur. Dann sagt er hier, deine essentielle Natur ist ewiges Sein. Oder auf Englisch, thy essential nature is
Existence eternal. Deine essentielle Natur ist ewiges Sein. Immortality is the very birthright. Unsterblichkeit ist dein eigentliches Geburtsrecht. Geburt und Tod, Leben und das Leben nach diesem Leben, all das sind nur flüchtige Phänomene. Und du kannst gegenüber diesen Phänomenen ein unbeteiligter Zeuge sein. Dein wahres Selbst ist ohne Geburt. Es ist unvergänglich und dauerhaft. Sein, Wissen und Glückseligkeit. Wisse das und überwinde alle Arten von Furcht. Verwirkliche dein Selbst und für immer wirst du sein, jenseits vom Tod. Deine eigentliche Natur ist ewiges Sein. Die meisten von euch werden vertraut sein mit Vedanta, dieser Philosophie des Absoluten, die eben sagt, wir sind nicht der Körper, nicht die Psyche, wir sind Bewusstsein. Viele von euch meditieren schon seit langem, haben das mal in der Meditation mindestens erahnt. Körper verändert sich, Psyche verändert sich, etwas in uns bleibt gleich. Und letztlich sagt es ja nicht nur Vedanta, die meisten spirituellen Systeme sagen, Körper und Psyche ist nicht deine Natur, es gibt etwas jenseits. Und wir können das erfahren in der Meditation, wir können darüber nachdenken, wir können darüber beobachten und dann können wir es auch im Alltag immer wieder leben. Denn wir vergessen das im Alltag, oder? Jemand ist nett zu uns. Oh, jemand ist nicht nett zu uns, entweder oder. Irgendwas gelingt einem. Irgendetwas geht schief. Irgendjemand hat die gleiche Meinung wie wir. Ist also einsichtig und klug. Irgendjemand hat eine andere Meinung, ist also ignorant. Manchmal geht es dem Körper gut, manchmal geht es ihm nicht so gut. Wenn wir mal uns dann in dem Moment sagen, du bist das unsterbliche Selbst, deine wahre Natur ist unsterbliches Selbst. Hilft das? Hilft. Meistens. Wir können es uns dann sagen und wir können es uns auch bewusst machen. Denn das Selbst haben wir immer. Das ist immer da, das schleppen wir, nein, das schleppt immer alles andere mit sich rum, so. Und da können wir uns zwischendurch lösen vom anderen. Das müssen wir uns manchmal auch sagen, können wir unserer Psyche sagen, okay, du machst jetzt dein Ding, ich bin das Unsterbliche Selbst. Psyche schimpft, ist gekränkt und so weiter. Dann sagen wir, okay, Psyche, du ziehst jetzt dein gut gelerntes Programm ab und ich bin das Unsterbliche Selbst. Die Psyche hat ja alle möglichen Programme. Kennt ihr die von euch? Ich hoffe, ihr kennt so ein paar. Manchmal kann man das gar nicht stoppen. Und manchmal, man macht es ja nicht nur allein. Menschen sind ja auch zu zweit oder zu dritt und die kriegen dann wunderbare Choreografien hin. Das kriegt man mit Teamleiter hin, das kriegt man mit Kollegen hin, man kriegt es mit dem Nachbar hin, man kriegt es mit seinem Partner hin, mit seinem Kind hin. Man kriegt es bis heute immer noch mit den Eltern hin, selbst wenn die schon 80 sind. Man hat es ja jetzt 80 Jahre lang gelernt. Der eine sagt das eine, der andere sagt das andere, der eine fühlt so, der andere fühlt so. Eigentlich weiß man, wie es weitergeht.
Man muss es gar nicht weitermachen, oder? Gut, aber wenn man es nicht stoppen kann, dann sagt, okay, Psyche, du ziehst dein Ding durch, ich bin das unsterbliche Selbst. Und jetzt gibt's den Trick. Kann unsere Psyche irgendwas machen, ohne dass wir als Bewusstsein dabei sind? Nee. In dem Moment, wo wir aussteigen aus dem Spiel der Psyche, kriegt die Psyche das nicht hin. Patanjali sagt so, die Chitta ist für den Sehenden da. Also unsere Psyche will alles Drama vollführen, so für uns. Wir können sagen, dem folgen wir, können sagen, habe ich jetzt oft genug gesehen. Wie viel Neues kennt ihr wirklich, was eure Psyche so anstellt? Ab und zu mal kommt mal was Neues. Aber relativ häufig. Wir finden immer wieder Leute, über die wir uns aufregen können, Leute, vor denen wir Angst haben können, Leute, die wir unmöglich finden, oder? Überlegt. Kennt ihr Leute in eurer Umgebung, die unmöglich sind? Wenn sie unmöglich wären, gäbe es sie nicht. Also anscheinend sind sie möglich. Unmöglich heißt einfach, sie entsprechen nicht euren Überlegungen. Und vermutlich entspricht ihr da nicht derer Überlegungen. Aber natürlich ist klar, wer hat recht. Eigentlich macht ein Vedanta so ein bisschen humorvoll. Man lernt ein bisschen über sich selbst zu lächeln. Aber es ist nicht zu sehr lustig, aber so ein liebevolles Lächeln. Also, dann sagt er noch, Unsterblichkeit ist dein Geburtsrecht. Birthright. Zu Swami Shivanandas Zeit, da waren so, war ja die Zeit, wo Indien unabhängig werden wollte, 1946. Und die wollten natürlich auch, die Engländer haben ja gerade gegen Deutschland gekämpft und haben ja auch gewonnen, und zwar im Namen der Menschenrechte. Die Deutschen haben gerade Schlimmstes getan. Gut, sagen jetzt heute, war nicht die Deutschen, es waren die Nazis, so ein paar schlimme Typen. Wurden zwar von der Mehrheit noch in den letzten halb nicht ganz freien, aber doch geheimen Wahlen mehrheitlich gewählt, mindestens Nazis plus Parteien, aber Deutsche waren es ja nicht. Gut, jedenfalls, die Engländer haben besiegt und haben der Freiheit zum Sieg geholfen und wollten weiter die Inder versklavt halten. Und die Afrikaner und so weiter. Und die Inder haben dann für die Menschenrechte gekämpft, wollten frei sein. Und es ist ihnen ja auch gelungen. Der Kampf der Inder war ja glücklicherweise durch Mahatma Gandhi gewaltlos. Auch wenn Mahatma Gandhi nachher nicht verhindern konnte, dass die Moslems und die Hindus dann doch Gewalt gegeneinander hatten. Die Engländer haben ja Jahrzehnte die Hindu-Moslem-Dualität geschürt. Auf diese Weise konnten sie noch ein bisschen länger Kolonialmacht sein. Und Swami Shivananda hat dann gerne gesagt, ja, es gibt so Gespräche auch mit Politikern, es ist wichtig, dass wir für Menschenrechte kämpfen. Dann hat er auch gesagt, aber wir sollten unser eigenes Geburtsrecht nicht vergessen, nämlich unser wahres Geburtsrecht, unser wahres Menschenrecht ist die Verwirklichung des Selbst. Das ist das, was unser wahres Menschenrecht ist, die, neben den vielen anderen. Was auch heißt, nicht nur Menschenrecht, sondern an anderen Stellen sagt er auch Menschenpflicht. Wenn der Ruf der Seele mal da ist, verwirkliche mich, dann gilt es dem zu folgen. Die meisten Menschen verdrängen den Ruf der Seele. Sie betäuben ihn, sie verdrängen ihn, sie lenken sich ab, sie rennen davor weg. Was machen Menschen nicht alles, um dem Ruf der Seele nicht Folge leisten zu müssen?
Zum einen schaffen sie alle möglichen menschlichen Dramen. Da lenkt man sich schon mal genug ab. Wenn man nicht genügend Dramen selbst hat, kann man sich über die Dramen anderer aufregen. Und wenn das nicht ausreicht, dann schauen wir Serien an. Also nicht ich, aber... Irgendwo vor kurzem irgendeinen Artikel gelesen habe, in der Corona-Krise haben viele Menschen 6 Stunden am Tag eine Serie nach der anderen angesehen. Das nennt sich dann Binge-Watching. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder vielleicht von euren Kindern kennt oder Partner oder von euch selbst. Warum macht man das? Um die Leerheit zuzuschütten, um sich davon abzulenken, dass eigentlich die Seele einen zu sich ruft und eigentlich auch sagt, tu was, komm dorthin. Manche betäuben es mit irgendwelchen Stoffen, alkoholische Getränke und anderes. Manche betäuben es durch mit allem möglichen Beschäftigen. Die Deutschen sind übrigens besonders gut darin, sich zu betäuben, indem sie ständig die Wohnung renovieren. Es gibt keine Nation, die das so viel macht, keine Nation, die so dauerhaft baut und es genauso häufig wieder ändert. Übrigens, der Corona-Krise, welches Geschäft ging als erstes wieder auf nach den Lebensmittelgeschäften? Baumarkt. Man muss die Männer ruhig stellen. Wie kriegt man das hin? Man lässt sie die Wohnung renovieren. Ablenken, betäuben, wegrennen. Aber die Seele ist da, sie ruft. Und der Ruf der Seele ist schwer, dauerhaft loszuwerden. So viele Probleme kommen, weil wir diesem Ruf der Seele nicht Folge leisten. Geburt und Tod, Leben hier und danach, sind flüchtige Phänomene. Sei dort nur ein Zeuge dem gegenüber. Natürlich dürfen wir es jetzt auch nicht falsch verstehen. An anderer Stelle sagt Swami Shivananda, er setzt sich ein für das Gute der Welt. Und er sagt natürlich auch, gib dem, der hungrig ist, was zu essen, trockne die Tränen von denen, die verzweifelt sind. Lehre Menschen, also Kinder, die nicht in die Schule gehen können und noch vieles andere. Aber auf einer anderen Ebene können wir auch beruhigt sein. Geburt und Tod sind flüchtige Phänomene. Ich habe gelernt von einem Meister, der auch sich sehr für den Frieden eingesetzt hat, zu einer Zeit, wo Anfang der 80er Jahre durchaus Atomkrieg in einem Bewusstsein der Menschen war als eine Möglichkeit. Sollten ja die Pershing-2-Raketen stationiert werden. Russland hatte aufgerüstet, neue Raketensysteme entwickelt, NATO-Doppelbeschluss und so weiter. Manche haben gedacht, da kommt ein Atomkrieg. Und dort hat mein Meister eben gesagt, es lasst uns für den Frieden einsetzen, Om Namo Narayanaya singen. Er ist über die Berliner Mauer geflogen, hat gesagt, die Mauer muss weg. Wir werden es noch in diesem Jahrzehnt sehen, dass die Mauer fällt. Wir alle haben gedacht, er spinnt. So war unser Verhältnis zum Meister, mindestens meins. Wird nicht passieren, dass einer von uns das noch erlebt, dass die Mauer weggeht. Wahrscheinlicher ist, dass es einen Atomkrieg gibt. Aber dann hat er auch gesagt noch, wir wollen alles tun, wir wollen friedlich mit unseren Mitmenschen umgehen, wir wollen uns einsetzen für das Wohl und wir wollen Friedensgebete wiederholen. Und im schlimmsten Fall, wenn die Atombomben kommen, dann hilft es, wenn wir uns nicht identifizieren mit dem physischen Körper, dem physischen Sein. Und wenn wir das Pech haben, das zu überleben, dann können wir versuchen, anderen
eine Stütze zu sein. Und wenn wir das Glück haben, es nicht zu überleben, dann können wir denen, die plötzlich aus dem physischen Körper rausgeworfen wurden, von der anderen Ebene aus helfen, um sie in eine andere Ebene zu begleiten. Als spirituelle Aspiranten brauchen wir davor keine Angst zu haben. Auch wenn man auch wie immer wieder feststellt, auch als spiritueller Aspirant, wenn sein Selbst betrifft oder nahe Angehörige betreffen, können wir doch wieder Angst haben. Und so vieles haben wir in den letzten 2 Jahren Angst gehabt. Leben und Tod kommen und gehen. Unser Selbst ist ohne Geburt, wurde nicht geboren, wird nicht sterben. Es war, ist und wird immer sein. Es ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Sein und Bewusstsein. Das kann uns niemand nehmen. Ich hatte eine Mutter gehabt, die hat immer gesagt, lern, Kind. Was du im Kopf hast, kann dir niemand nehmen. Es war so eine Zeit, Angst, Russen kommen irgendwann und die nehmen einem alles weg. Aber was man im Kopf hat, das können sie einem nicht wegnehmen. Also, es hat mich irgendwo als Kind, irgendwo hat das schon beflügelt. Es hat natürlich gemeint, ich soll für die Schule lernen, aber das fand ich irgendwo witzlos. Das musste ich nicht lernen für. Also habe ich gelernt, Konzentrationstraining, Gedächtnistraining und Speedreading und alles Mögliche. Aber es braucht ja bloß eine kleine Ader im Kopf zu platzen. Und was ist dann mit all den geistigen Fähigkeiten? Weg. So vor einer Woche, vor 10 Tagen, ist eine Tante von mir gestorben. Eine sehr kluge Tante. Und eine, die viel, sehr verständnisvoll und alles war. Gut, sie ist im Alter von 91 gestorben. Die letzten 5 Jahre war sie irgendwo dement. Allerdings war sie dement, so eine glückliche Demente. Die hat irgendwo das Gefühl gehabt, alles ist schön, die Menschen sind nett und sie hat in ihrer eigenen Fantasiewelt gelebt und war eine schöne Welt. Was auch heißt, alle geistigen Fähigkeiten können irgendwann weg sein. Dann sind wir irgendwo in einer anderen Welt. Ob wir dann nachher in der freundlichen Welt sind oder der unfreundlichen Welt, wer weiß. Es gibt Menschen, die im Alter, wenn sie dement werden, freundlich werden. Es gibt manche, die werden zu Fieslingen. Wer jemand kennt, der oder die Altenpfleger ist, der kann sich mal mit ihm oder ihr unterhalten. Oder manche von euch sind vielleicht dort tätig. Also sogar die geistigen Fähigkeiten gehen weg. Etwas bleibt Bewusstsein an sich. Menschliches Erleben als Mensch bleibt, egal ob man welche Fähigkeiten man verloren hat. Und wenn wir das erfahren haben im höchsten Selbst, dann bleibt das. Ich habe das große Glück gehabt, einige Schüler von Swami Shivananda zu kennen, die über 90 geworden sind. Keiner von denen ist wirklich dement geworden, weshalb ich nicht sagen kann, wie ein spiritueller Meister in der Demenz reagieren würde. Irgendwo sind sie im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte, letztlich haben sie den Körper verlassen. Ist ja vielleicht auch ein Trost, den wir haben, dass eventuell Spiritualität und Meditation ein bisschen vorbeugend dort sein kann.
Aber ich kannte einen Meister, der hat schon ab und zu mal Halluzinationen gehabt und hat irgendwo gedacht, er wäre in Indien, als er in Amerika war, und hat irgendwo gedacht, jemand hätte ihm irgendwas erzählt, was er nicht erzählt hat. Aber obgleich also irgendwo Halluzinationen im Geist da waren, war trotzdem das Bewusstsein von Gott und dem Selbst weiter da. Das ist so ein Beispiel. Wir sind und bleiben Bewusstsein. Und wenn wir das trainieren, solange wir noch Anfang 20 sind oder Anfang 70 oder 60, also noch jung sind, haben wir es später, egal was passiert. Und es später kann auch schon in der Woche sein. Heutzutage wissen wir, es ist nicht unmöglich, dass morgen eine Atombombe hier runterfällt. Vor ein paar Monaten hätten wir es für unmöglich gehalten. Aber jetzt? Aber es wahrscheinlicher ist, dass eher ein Autounfall kommt. Oder wir stürzen und das Leben ist anders. Oder eine kleine Ader im Hirn platzt. Wer von uns weiß, ob wir da nicht irgendwo so eine Ader haben, die irgendwo von Geburt an da ist oder irgendwann sich gebildet hat und platzt? Kann alles passieren. Nichtsdestotrotz, wir sind sein Wissen, jetzt kommt noch Glückseligkeit. Sein Wissen heißt natürlich sein, und das Wissen kann man alles verlieren, aber das Bewusstsein selbst ist da. Bleibt noch Glückseligkeit. Mit der Glückseligkeit ist es so eine Sache. Manchmal spüren wir sie und manchmal spüren wir sie nicht. Trotzdem, unsere wahre Natur ist Glückseligkeit. Woher wissen wir das? Wir können sagen, in tiefer Meditation, wenn der Geist ganz ruhig ist, dann strahlt auch Glück aus. Aber manchmal müssen wir uns auch dorthin richten. Manchmal scheint es dort auch leer zu sein. Und manchmal brauchen wir Bhakti-Techniken, um das Herz wieder zu aktivieren. Johannes vom Kreuz spricht auch von der sogenannten schwarzen Nacht der Seele, durch die wir hindurchgehen müssen, um zum Höchsten kommen zu kommen. Und da gibt es viele Interpretationen der schwarzen Nacht der Seele. Das eine ist, es kommen die Schattenseiten hoch. Und dann merkt man in sich, dass da auch weiter Verbitterung ist, dass da Ärger ist, Gekränktheit ist, Einsamkeit, Alleinheit. Das kann einem passieren, wenn man 20, 30 Jahre auf dem Weg ist oder 5 Jahre oder 50. Solche Phasen können kommen, wird man mit sich selbst irgendwo konfrontiert. Vielleicht gelingt es einem, das nach außen zu projizieren. Das ist ja immerhin noch etwas, das ist nicht ganz so schwarz. Aber als spiritueller Aspirant passiert, wird es einem nicht zu lange gelingen. Und dann kommt man an bestimmte Teile in sich. Aber es gibt auch noch eine andere schwarze Nacht der Seele. Der Geist wird irgendwo ruhig. Aber anstatt dass da Wonne ist, ist dort Leere und Schwarze und Nacht und nichts und kein Glück, kein Nichts. Und dann? Dann gilt es, da durchzugehen. Nicht umsonst heißt es in der griechischen Mythologie, man muss den Styx überschreiten und sogar das Todesreich überschreiten, um nachher zum reinen Glück zu kommen. Manchmal reicht es durchzugehen, aber häufig hilft dann die Bhakti hineinzusetzen, vom Herzen her zu beten, vom Herzen her Zuflucht zu suchen bei Gott, von Herzen, bei einem Meister, bei Gott, bei Göttin, wenn man will, auch zu seinem höchsten Selbst, aber irgendwo eine Sehnsucht zu haben, um Hilfe zu bitten. Und dann öffnet sich das Herz wieder. Und dann haben wir Zugang zu diesem Ananda-Aspekt unseres Selbst. Denn der ist nicht weg. Selbst wenn die andere Teile der Psyche weg sind, selbst wenn der Geist irgendwo ruhig ist, nicht mehr so unruhig,
kann es trotzdem sein, dass der Wonne-Aspekt verdeckt ist. Und den können wir manchmal durch Bhakti, durch Hingabe, durch Kirtan, durch manchmal allein vor seinem eigenen Altar, manchmal im großen Satsang, manchmal, indem wir uns von der Schönheit der Natur berühren lassen. Manchmal kann es auch passieren durch ein schönes Zusammensein mit einem anderen Menschen, dass irgendwo das Herz geöffnet wird. Kann man sagen, hab ich nicht, gibt keinen Mensch, der mich berührt. Vielleicht kann man einen Schritt dorthin gehen zu anderen Menschen. Vielleicht muss man mal zu neuen Menschen gehen. Vielleicht kann man aber auch sich von Natur berühren lassen. Kurz mal ein Upanishadenstudium gehabt, da ging es irgendwo um einen Vogel, glaube ich, und irgendwer hat gesagt, die Vögel sind so großartig. Ja? Können uns von den Vögeln berühren lassen. Irgendwas wird unser Herz öffnen. Und dann erfahren wir unsere Natur als Sein, Wissen und Glückseligkeit. Verwirkliche das und du wirst für immer jenseits des Todes sein. Hari Om Tat Sat. Wir gehen einen Moment in die Stille und danach in den Kirtan. Um das Herz zu öffnen, ist auch wieder Kirtan besonders gut. Und so kommen jetzt nach vorne Felicitas, Gajendra und Svenja für Mahamantra. Er will das Harmonium austauschen. Wir singen das Mahamantra im Wechsel und dann gegen Ende dann wieder zusammen.
Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ja, danke Gajendra. Jetzt Felicitas mit Gajendra und Svenja. Wir würden gerne nochmal das Gayatri-Mantra mit euch singen, Nummer 610. Im Wechsel. Oh,
Om Shanti. Ja, danke. Felicitas mit Gajendra und Svenja. Und wir wollen jetzt zusammen das Om Triambakam wiederholen, die Nummer 800, als Friedensmantra für die ganze Welt, als Mantra des Wohlwollens und der Heilung. Und wir wollen besonders einschließen Yag für gute Heilung nach einem schweren Unfall und vielen Operationen, möge er wieder ganz gesund werden. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Eva Bandhanam Mrityormukshyamam Ritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Eva Bandhanam Mrityo Mukshyamam Ritat. Om Triambakam Yajamahe Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukam Eva Bandhanam Mrityo Mukshyamam Ritat. Om Sarvesham Swasti Bhavatu, Sarvesham Shantir Bhavatu, Sarvesham Purnam Bhavatu, Sarvesham Mangalam Bhavatu, Sarve Bhavantu Sakinaha, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu Makaschit Dukha Bhag Bhavet. Asato ma satkamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityo ma mritam gamaya. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Frieden Frieden Frieden. O anbetungswürdiger Gott, voll Barmherzigkeit und Liebe, Gruß dir in Demut gebeugt. Sein ist dein Wesen, Wissen und Seligkeit. Allgegenwärtig bist du, allmächtig, allwissend. Im Innern aller Wesen wohnst du. Gib uns ein verstehendes Herz, die rechte Einsicht, ausgeglichenes Gemüt, Vertrauen, Hingebung und Weisheit. Lege in uns geistige Kraft, Versuchungen zu widerstehen und Denken und Wollen zu beherrschen. Befreie uns von Selbstsucht, Gier, Zorn und Hass. Erfülle unser Herz mit göttlichen Tugenden. Lass uns dich erschauen in all den Namen und Gestalten. Lass uns dir dienen in all den Namen und Gestalten. Lass uns allezeit deiner gedenken. Lass uns stets deine Herrlichkeit singen. Lass deinen Namen stets auf unseren Lippen sein. Und lass uns in dir bleiben allezeit. Om Bolo Satguru Shivananda Maharaj Ki Jai. Wir stehen auf zur Arati Nummer 804. Om Jai Jai Arati Vigna Vinayaka Vigna Vinayaka Shri Ganesha Jai Jai Arati Subramanya Subramanya Kartikeya
Jaya Jayavati Venu Gopala Venu Gopala Venu Lola Papa Vidura Navanita Chora Jaya Jayavati Venkata Ramana Venkata Ramana Sankata Harana Sita Rama Radhe Shyama Jaya Jayavati Gauri Manohara Gauri Manohara Bhavani Shankara Samba Sadashiva Uma Maheshwara Jaya Jayavati Raja Rajeshwari Raja Rajeshwari Tripura Sundari Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Mahashakti Jaya Jayavati Anjaneya Anjaneya Hanumanta Jaya Jayavati Dattatreya Dattatreya Trimurti Avatara Jaya Jayavati Adityaya Adityaya Bhaskaraya Jaya Jayavati Shanishwaraya Shanishwaraya Bhaskaraya Jaya Jayavati Shankaracharya Shankaracharya Advaita Gurave Jaya Jayavati Satgurunata Satgurunata Shivananda Jaya Jayavati Jesus Gurave Moses Gurave Buddha Gurave Jaya Jayavati Muhammad Gurave Lao Tse Gurave Samasta Gurubhyo Namaha Jaya Jayavati Venu Gopala. Twameva mata cha pita, twameva, twameva bandhuscha sakha, twameva, twameva vidya dravinam, twameva, twameva sarvam mama deva deva, kayena vacha, Manasindriyaiva Bhutyatmanava Prakritisvabhavat Karomyadyat Sakalam parasmai Narayanayeti samapayami Sarva dharman parityatya Mamikam sharanam vacha Aham tva sarva papibhyo Moksha ishyami ma shuccha. Ja, danke allen Mitwirkenden im Satsang, Musikerinnen, Musiker, Sängerinnen, Sänger. Danke Soundbetreuung, danke für die Bedienung der Kameras.
Danke für YouTube-Betreuung. Danke allen, die hier sind und allen, die zu Hause sind. Auch danke für die Spenden, die wir weiter brauchen, damit wir all das aufrechterhalten können. Ab morgen, diese Nacht, passiert hier etwas Mystisches. Das heißt, wir können die Maske auslassen. Manche von euch waren schon in der Zukunft heute Abend. Gut, also ab morgen werden wir keine von diesen Plastik mehr vor auf der Bühne haben oder vornehmen Plexiglas, das klingt, glaube ich, etwas besser. Alle, die gute Gründe haben, vielleicht etwas vorsichtiger zu sein, sind natürlich ermutigt, weiter Maske zu tragen. Unsere Erfahrung ist, denn es ist ja, unterschiedliche Länder haben, Bundesländer haben unterschiedliche Regeln. In NRW galt immer Singen als besonders ansteckend, in Bayern nicht. Trotzdem haben sich im Allgäu-Ashram niemand im Satsang angesteckt. Also hier im Raum ist sicher mit oder ohne Maske, wenn wir so lüften, wie wir lüften. Abhärtung kriegt man auch noch, was auch noch zusätzlicher gesundheitlicher Nutzen ist, den ihr hier habt. Und ansonsten könnt ihr dann entscheiden, wie ihr es machen werdet. Eine Regel, die wir allerdings beibehalten oder die wir jetzt ausweiten werden, ist, bevor man anreist, muss man einen Test vorweisen. Wir machen das flexibel. Ihr könnt auch den Test zu Hause für euch selbst machen. Aber dann, wir vertrauen auf die Ehrlichkeit. Wenn er ankommt, sagt ihr, ich habe einen Test gemacht heute Morgen, der war negativ. Oder kann an der Teststation vorbeifahren, da gibt es ja immer noch kostenlose Tests. Oder wenn er herkommt, könnt ihr dann an der Rezeption einen Test bekommen. Den könnt ihr dann machen, auch auf eurem Zimmer. Und dann vertrauen wir der Ehrlichkeit, wenn er feststellt, ihr seid positiv, dass er dann zügig wieder abreist. Mindestens, oder auf eurem Zimmer bleibt, mindestens nicht unter die Leute gehen. Ich glaube, Ahimsa gehört dazu und jeder weiß, was er machen soll. Wir wollen niemand anstecken. In diesem Sinne sollen die Ashrams sichere Orte sein, aber freiere Orte. Und wir können uns auf wunderschöne Zeit hier freuen. Wir werden wahrscheinlich die live gestreamten Yogastunden reduzieren. Das werden wir so die nächsten Wochen sehen. Wir wollen weiterhin die Satsangs morgens und abends streamen. Und wenn wir genügend Spenden kriegen, kriegen wir das auch hin. Da sind ja eine ganze Menge von Menschen. Sollten jetzt die nächsten zwei Tage die viele Leute sagen, ich spende jetzt, dass die Asanas alle übertragen werden können. Gut, dann können wir es auch noch weitermachen. Aber es scheint jetzt so zu sein, Interesse an live gestreamten Satsangs ist verhältnismäßig groß. Die Yogastunden ist nicht mehr ganz so groß. Aber ein paar pro Woche werden wir weiter haben. Ich glaube, nächste Woche wird noch alles gestreamt. Vielleicht auch noch übernächste, also, aber dann wird es langsam auslaufen. Wir haben ja inzwischen ein paar tausend Yogastunden im Internet und auch auf der Yoga-Vidya-App. An Auswahlmöglichkeiten mangelt es nicht. Und ihr könnt es ja dann ja auch um 8:45, um 16:15 machen im Bewusstsein. Gleichzeitig machen in allen Ashrams die Menschen auch Yoga. In diesem Sinne freuen wir uns auf eine tolle Saison und demnächst gibt es ja auch Musikfestival und da könnt ihr auch euch schon drauf freuen. Experience Festival im Sommer findet auch statt. Ayurveda, nicht Festival, sondern Kongress auch. Und in jedem Wochenende zwischen 20 und 40 Seminare sind mindestens geplant. Und wenn ihr alle herkommt, dann finden sie auch statt. Om Shanti.